Wenn die meisten Menschen hierzulande Weihnachten abgehakt haben, die Christbäume fast aus allen Wohnungen schon wieder hinausgebracht wurden, dann begeht Anfang Januar ein großer Teil der Christenheit erst das Weihnachtsfest ihrer Art, nämlich die orthodoxen Christen feiern am 6. Januar das Fest Epiphanie, Erscheinung des Herrn. Im Evangelium lesen wir dazu, dass die Weisen aus dem Morgenland gekommen sind, um Jesus Christus anzubeten. Der Stern hat ihnen den Weg gezeigt, bis er über dem Haus stehen blieb, wo die heilige Familie sich befand. Auch in vielen Darstellungen der Krippe ist ein Wechsel angesagt. Nicht nur, dass die drei Weisen aus dem Morgenland als Figuren oftmals die Hirten ablösen. Bei manchen Krippen wird auch das Jesuskind ausgetauscht. Wenn es an Weihnachten als ein kleines, neugeborenes Kind in der Futterkrippe lag, so ist es manchmal an Epiphanie dargestellt, etwas größer stehend, oft auch auf dem Schoß Mariens. Sie gleichsam der Thron, der Sitz der Weisheit, Christus vor ihr, nicht mehr liegend und ganz hilflos, sondern schon als der kleine König. Und auch diese Weisen, manchmal auch als Könige genannt, legen ihre Gaben nieder. Dieses Fest Epiphanie ist ganz bedeutend. Christus strahlt weit über seine Heimat hinaus in die Welt hinein. Die Hirten waren die ersten Anbeter an der Krippe. Diese Weisen aus dem Morgenland sind Boten der Heiden, letztlich auch eben der ganzen Länder und Orte, die Christus dann gefunden haben. Somit auch ein Trost für uns, die wir nicht ursprünglich Mitglieder des auserwählten Volkes waren, sondern auch einst Christus finden durften. Die Frage an Epiphanie, die in unser Herz geht, ist: Möchte ich diesen König anbeten? Wir wissen auch damals schon, gab es Herodes, der erschrak, der dann sogar die Buben bis zum Alter von 2 Jahren umbringen ließ, der Angst hatte um seine Macht, der nicht von Jerusalem kam, um in Bethlehem den wahren König anzubeten. In jedes Menschenherz ist diese Frage gestellt: Bist du bereit, aufzubrechen, diesen König zu suchen, seinem Stern, dem Wort Gottes zu folgen und dann niederzufallen und in ihm die Erfüllung deines Lebens zu finden?